The Talos Principle, Folge 4 und ich bin wieder im Ruder. Martin hat hier in diesem Eingang schon den Stein rausgeholt. Ganz toll, Martin. Danke. Was ist denn hier los? Brief? Haben wir hier angefangen? Nee. Nee, wir sind da hinten da auf der Plattform. Aha, soll ich da mal reinrennen? Ich will schon gerne mal wissen, was man da für Post bekommt. Als ich ein kleines Mädchen war, hat uns eine meiner Lehrerinnen gesagt, dass wir eine Zeitkapsel basteln sollten. Wir sollten Briefe an die Zukunft schreiben, sodass wir uns eines Tages daran erinnern würden, wie es sich angefühlt hat, ein Kind zu sein. Ich dachte, das sei eine dumme Idee, deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber heute bedauere ich das sehr. Also denke ich, dass ich jetzt eine Zeitkapsel machen werde. Sie wird im Archiv vergraben sein, anstatt unter einem Baum. Ich weiß nicht mal, ob sie jemand finden wird, aber irgendwie scheint es wichtig zu sein, weiterzureden, weiterzudenken, solange ich noch kann. Solange ich noch kann, okay. Bisschen komisch, dass die Unterschiede überhaupt nicht synchron sind, sondern viel zu schnell ablaufen. Unabhängig davon finde ich diese Zeitkapsel-Geschichte total cool. Na dann. Vielleicht sollten wir auch eine machen. Oder ich nur. Ich finde sowas cool, du nicht? Ich finde das super. Ich frage mich gerade, warum hier so viel so viel Platz zum Rumlaufen ist, wenn dann da nichts ist. Da sind zwei QR-Codes. Korrekt. Diese Stimme gehört nicht hierher. Sie ist nicht das Werk des Gestalters. Wir müssen diese Anomalien meiden, sonst verbreiten sie sich und untergraben das Gefüge unserer Welt. Oh, guck, da gibt es gleich noch einen Antagonisten. Oder so. Etwas Fremdes kam in unsere Welt wie eine Verzerrung, wie etwas, das nicht existieren sollte. Eine wunderschöne Stimme spricht aus seinem Inneren. Sagt Bob. Ja, schau, da wird es gleich wahrscheinlich eine andere Kraft noch neben Papa geben. Die uns sagt, alles Quatsch. Weißt du, wie das hier aussieht, eigentlich? Sieht aus wie auf der wunderschönen Gardasee-Insel Sirmione. Da gibt es auch so Römerruinen und die sind ganz toll. So, wenn ich den mir schnappe, dann haben wir das A-Rätsel gelöst. Korrekt. Saal der Fenster. Gut, da ist ein Jammer. Da ist nichts. Noch ein Jammer. Kraftfeld. Warum ist da dann witzigerweise Fenster? Noch so eine lila Barrikade hinter dir? Damit du den Jammer hier nicht durchbekommst. Das heißt, nur durch ich kann den Jammer hier nur durch die Fenster bewegen. Du nennst die eine Folge bestimmt Kuckloch mit K. Die zweite oder dritte, welche das war. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt hier mal das eine gejammt, was ich von hier aus jammen konnte. Jammin. Geiler Song. Yep. Da komme ich so nicht kannst ran. Kannst du mitnehmen. Da komme ich auch von hier ran. Kannst du einfach mitnehmen. Kannst du einfach mitnehmen. Den bekomme ich hier gar nicht raus, oder? Nee, nein, weil er hier die Tür ist, genau. Richtig. Ich mache immer so diese Negativ-Denke. Ja, ich weiß. Ja, einer muss da hier negativ denken. Was macht denn da so Geräusche? Ich habe Angst. Könnte ich jetzt jammen? Nein, du musst das jammen, sonst kommst du nicht weiter. Aber da muss doch ein Haken sein. So, genau. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht musst du mit dem anderen durch zwei Fenster durchjammen. Da ist das eine gute Idee. Nee, aber stopp, da musst du erst auf das erst blockieren. Was? Du musst das Tor, wieder durchkommst. Genau, das da blockieren, das hier vorne, genau so. Und jetzt irgendwie mit dem anderen durch zwei Kucklöcher oder so durchjammen, wenn das geht. Jammen. Wo ist denn das müsste auch durch das linke Fenster gehen. Das müsste gehen. Hier durch? Ja, genau. Den Jammer von da hinten durch das linke Guckfenster. Genau. Da hinten, das ganz hinten. So weit gleich. Okay. Krass. Ich denke gleich wieder ganz weit. Du denkst immer schon einen Schritt weiter. Geil. So, der kann ruhig zubleiben. Gibt es hier gar keine Gegner, sagen wir mal. Die QR-Codes, die waren auch immer gar nicht innerhalb von so Rätselbereichen, kann das sein, sondern immer eher draußen. Ja, war hier vor dem Tempel, so also in den Rätselbereichen, wüsste ich jetzt spontan auch nicht. Ja, so leicht übersieht man die auch nicht, finde ich. Das ging mir gerade ganz gut. Hurra!
Damit wäre eine Kategorie wieder, ein ganzer Siegel wieder. Ein Siegel wieder komplett. Ja, aber keins von diesen Dingers in dem Hauptraum. Ne? Und hier ist auch schon der Eingang. Siehst du mal. Kannst ja aus. Das ist dann irgendwie aufgegangen. Das wird nicht irgendwie zurück. Das ist ja fad. Puzzeln müssen. Ich dachte, es gibt noch ein Exit-Level. Exit-Rätsel. So. Also, den haben wir. Ja, ich würde sagen, wir klappen einfach auf der Insel alles ab. Ja. Der Reihe nach. Hast du auch schon gemacht hier vorne? Ja. Ah, genau. Diese ganzen Wegweiser hier hinten waren wir, glaube ich, auch schon. Habe ich mir auch schon angeschaut. Da ist nur zum Gucken. Wo gehen wir da hoch? Kannst von da oben runter gucken. Ich kann auch springen. Gibt's Fall Damage? Da kommst du eh nicht hoch. Oder? Kannst du nicht über die Brüstung, oder? Kommen sie hoch, können sie runter gucken. Na. Vielleicht mit Duck Jump. Teabagging. Sagst auch wahllos irgendwelche Wörter. Teabagging. Ne. Ist komisch manchmal, ne? Dieses kurze statische Rauschen. Tja. Ne? Ganz schön weitläufig hier. So eine schöne Gegend. Ja. Ich hoffe, die GameCube-Insel sieht auch mal so aus. Also. So gelegen halt jetzt vielleicht. Schau mal, da war was. Insgesamt vielleicht ein bisschen spannender, aber. Ach, spannender. Da wo wir sind, ist immer spannend. Gut, oder also was? Oh, wieder ein Terminal. Erstmal den QR-Code. Da kommt nichts. Hä? Siehst du? Jetzt fängt es an schon zu spinnen hier. Na dann. Die vorher auch schon so auf so blauen, geilen Säulen standen. Nee. Teil 2 des Zertifikationsprogramms wurde nun generiert. Teil 1 wurde entwickelt, um Widersprüche in den nicht erwartungsgemäßen Antworten der letzten Runde zu testen. Sie werden nun eine Reihe von Aussagen zu lesen bekommen. Bitte zeigen Sie an, ob Sie zustimmen. Ja. 3, 2, 1. Da alle Menschen Personen sind und manche Menschen mentale Fähigkeiten ähnlich denen von Tieren besitzen, sind manche Tiere demnach Personen. Das ist Logik. Alle Menschen sind Personen, manche Menschen haben mentale Fähigkeiten, in denen von Tieren sind manche Tiere, die nach Personen stimmen. Nicht so, nein, das ist unlogisch. Nee, das ist zumindest nur ähnlich, ist nicht zwingend logisch. Eine Person unterliegt keiner Autorität außer der, der sie selbst zustimmt. Würde ich sagen, ja. Nee, man muss der Autorität nicht zustimmen, um ihr zu unterliegen. Doch. Ich kann doch einer Autorität nur unterliegen, wenn ich ihr zustimme. Wenn ich die ablehne, die Autorität, dann. Kann ich ihr trotzdem unterliegen. Wieso? Weil ich dann trotzdem vielleicht verhauen oder eingeknastet werde, auch wenn ich ja gar nicht zustimme. Aber ich kann mich doch trotzdem nicht autoritär behandelt fühlen. Doch, kann ich ja schon. Wenn ich dann einfach mit einer in den Knast steckt, obwohl ich da nicht zustimme, bin ich trotzdem der Autorität dann unterlegen. Dann siehst du es gesetzlich und ich sehe es innerlich. Ja, ist vielleicht du kannst ja beantworten. Nein, ich stimme da jetzt nicht zu. Ich dachte, du stimmst dazu. Achso, stimme ich doch zu. Die Lebensqualität von Personen sollte maximiert werden, aber selbstverständlich. Vor allem von meiner Person. Ja. Lebensqualität verbessern ist immer. Wert wird entdeckt. Nee. Wird Wert entdeckt oder besteht der? Ein Wert besteht ja nur dann, wenn ihn jemand dem Werteinhabenden zuspricht. Per se ist ja erstmal alles wertlos. Aha. Natürlich. Und dann muss man den Wert auch nicht entdecken, sondern. Nee, aber doch wie du es. Ist der Wert jetzt intrinsisch vorhanden oder wird der. Wie ist denn das gemeint? Das weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir das jetzt an dieser Stelle leider abbrechen. Kann ich, um irgendeiner Sache einen Wert zuzusprechen? Weil es hat ja nichts einen Wert, wenn nicht irgendeiner da ist, der sagt, hat einen Wert. Das ist die Frage. Was würdest du denn sagen, hat einen Wert, wo keiner gesagt hat, hat einen Wert? Ja, siehst du? Nein, aber jetzt mal ehrlich. Aber muss man einen Wert entdecken? Denn? Ja, ist ja die Frage. Ein Wert, das ist aber genau das, was du ja eigentlich. Entsteht doch immer erst dadurch. Ja, aber das ist ja gerade das, was du sagst. Dass der reingegeben wird von außen. Dass du ja sagst, das ist ja aber genau das, was du sagst. Wenn jemand praktisch einen Wert zugewiesen wird oder anerkannt wird, damit er entdeckt. Aber es ist ja kein Entdecken. Warum nicht? Entdecken ist ja was Vorhandenes. Entdecken. Ja, dass man hat. Dass irgendwas, vielleicht eine Sache, die für einen vielleicht wertlos ist,
dass man da bei der durch Erforschung einen Wert entdeckt, weil man erkennt, was das für einen Wert hat. Also ich stimme dem nicht zu. Doch? Nein. Ich bin nicht sicher, schreibt er, siehst du? Personen haben die Begabungen, mit denen sie geboren wurden, verdient. Das ist eine ganz interessante Frage oder Feststellung. Jemand, der intelligent ist oder gutes Aussehen hat, also kommt auf was, wie weit man Begabungen jetzt definiert, ein Talent hat, hohe Intelligenz hat oder was auch immer, oder was besonders gut kann, hat man das verdient, wenn man das hat, wenn man damit geboren wurde? Nein, weil per se das... Wie oft ich per se sage, gell? Weil wenn du geboren bist mit einer Begabung, ja, oder mit, von mir ist auch mit gutem Aussehen, nehmen wir das jetzt auch mal Begabung von mir aus, ja, dann kannst du dir ja gar nicht verdient haben, weil du hast ja noch nichts getan, womit du dir die hättest verdienen können. Ich weiß, was du meinst. Das würde ja bedingen, dass wenn du eine Begabung bekommst, schon vorher du quasi begünstigt wurdest durch irgendwen oder irgendwas, dass deine Zukunft sozusagen schon feststeht. Nee, das nicht unbedingt. Aber verdienen kann natürlich aus verschiedenen Sachen herleiten. So wie du das meinst, ist, dass man sich selber als Person das durch Taten oder durch irgendwas verdient hat. Tatsächlich, dass man das... Ja. Kann. Nein, haben sie es nicht verdient. Ich stimme da nicht zu. Ja, kann ich nachvollziehen, was du meinst. Das wäre trotzdem diskussionswürdig. Ja, Entschuldigung, aber... Die Freiheit von Personen sollte maximiert werden. Ja, mit Einschränkungen. Ne? Das ist ja die normale Einschränkung, die man hat. Der normale Freiheitsbegriff, finde ich mal, wie er bei uns in der Gesellschaft definiert ist, dass man die Freiheit, solange so weit Freiheit geht, bis man die Freiheit anders einschränkt. Kommt ja, ist ja auch richtig. So. Ja, ja. Dennoch, erstmal würde ich zustimmen. A priori kann man nicht zustimmen. Ja. Das finde ich aber gerade sehr cool. Wert wird erschaffen, ja. Das ist ja genau. Das ist ja genau das, was du meinst. Wert ist nicht per se vorhanden, sondern wird erschaffen. Okay. Danke, der Zertifikationsprozess ist nun abgeschlossen. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, sobald Ihr Benutzerprofil erstellt wurde. Das ist ja schon total spannend irgendwie. Bietet vor allem ganz schön viel Diskussionsstoff eigentlich, wenn das mal jetzt mal tiefer geht. Da machen wir mal eine Sonnenerfolge drüber von. Sorry, meine Meinung. Wer übrigens da mal philosophische, sinnhafte Diskussionen haben möchte, muss einfach mal bei Stanley Parable reingucken. Entweder beim Demo-Let's Play, was 2,5 Stunden geht am Stück. Unsere längste Let's Play-Folge, 2,5 Stunden. Ja. Entweder das schauen oder hat das Let's Play zum fertigen Spiel auch sensationell. Immer noch eins meiner Favoriten auf ganz GameTube. Gut, ich lese mal die Fehlerlog. mach das mal. Archiv kann nicht geöffnet werden. John Milton. Siehst du, ich dachte mich die ganze Zeit, warum eigentlich Milton Library? Ja. Über John Milton sag ich, glaube ich, in der späteren Folge noch detaillierteres, weil das, was ich jetzt sagen kann, ist sehr wenig. John Milton war ein britischer Autor im 17. Jahrhundert später? 18. Hat auf jeden Fall Paradise Lost geschrieben. Knapp 200 Jahre her oder sowas, ne? Ja, weiß ich nicht genau. Ja, dazu, weiß ich tatsächlich dazu in der späteren Folge auf jeden Fall mehr. Oft denke ich jenes Tags, als ich zuerst vom Schlaf erwachend unter Blumenschatten, dann wieder lauter Hexcodes, mich liegen fand, verwundert, was ich wäre, woher und wo und wie ich hingekommen. Unbekannter Fehler. War John Milton nicht auch irgendwie verwandt mit Mary Shelley? Das weiß ich nicht. Mann, oh Mann, ich hab's eigentlich. Da können wir mal drüber reden, über das Buch. Das finde ich ganz interessant. Nur ganz kurz, ich finde das ganz witzig. Es erinnert mich total an alte Gaming-Zeiten, wenn ich diese Hexcodes sehe. Es gab früher tatsächlich noch, auch in Zeitschriften, Internet gab es ja noch nicht so. Dann, weiß ich nicht, wenn du in einem Strategiespiel beliebig viel Gold haben wolltest, da musst du immer musst du dein Safe-Game öffnen, was dann irgendwie Martin.sav hieß oder so. Und dann in Hexcodes dann rumsuchen, musst du irgendwie mit einem Hexrechner umrechnen. Was ich, du hast in dem Spiel gerade 1000 Gold, dann musst du 1000. In Hexcode umrechnen, das dann suchen und dann hast du dann 10.000. Also es wurde in den Zeitschriften bei den Tipps wurde dann gesagt, so pass auf, der Wert für euren Goldvorrat, der ist da und da. Dann musst du halt dann suchen und dann suchtest du in dem Hexeditor und die Hexcodes sind ja nur eine vereinfachte Version von Binärcodes, also es ist halt eine andere, das ist einfach eine andere, eine übersichtlichere andere Tabelle. Es hat basiert ja auf 16er Codes praktisch. Oder? Ne, 6er Codes. Es werden heutzutage zum Beispiel noch es geht auch von 1 bis 10 und dann noch A, B, C. A bis F. Ist das nicht 16? Ja. Kann sein. Statt Dezimal, was hat Werte zwischen 1 und 10 sind, 1 bis 9, 0, 1 bis 9, hat auch 10 verschiedene Werte. Und das hat 16 verschiedene. Man findet die heute noch zum Beispiel bei Farbwerten im Photoshop. Stimmt. Das sind dann immer sechsstellige Nummern mit eben auch der Raute vorne, wie das Hashtag, wie hier auch von dem Open Fehler Log und dann,
AB12. Doch, es ist hexadezimal. So. Deswegen ist es, genau, binär ist ja 0 und 1, also nur 2 binär. Dezimal ist halt, was wir kennen, 0 bis 9, 10 verschiedene Werte. Und hexadezimal ist halt 16. Ja, das haben wir jetzt sogar damals in Informatik, Wahlfach, mal alles gelernt, wie man das alles richtig so schwer händisch aushält. Ist es auch gar nicht, aber man macht es halt nie. Nö. Egal, die menschliche Maschine. Boah. Thema Nummer 3. Eines Tages entdecken sie, dass sie nicht ein Mensch, sondern eine Maschine sind. Ihr Leben bisher war real. Niemand kontrollierte oder programmierte sie, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind identisch mit denen eines organischen Menschen. Aber sie sind in einem Labor entstanden. Niemand außer ihnen weiß davon. Ihre Familie, ihre Freunde, alle denken, dass sie ein normaler Mensch sind. Sehr cool. Sie könnten ihr Leben weiterhin so leben, wie sie es bisher getan haben und nichts würde sich ändern. Wie reagieren sie? Boah. Richten Sie besonderes Augenmerk auf die folgenden Fragen. Verändert sich Ihre Idee von sich selbst? Sind Sie immer noch die gleiche Person? Hat sich Ihr Verständnis der Welt verändert? Teilen Sie diese Informationen anderen mit oder werden Sie es für sich behalten? Und warum? Kannst scrollen noch. 1500 bis 2000 Wörter. Der 26. ist der letzte Abgabetermin. Es werden keine Verlängerungen gewährt werden. Per E-Mail einreichen oder und wieder Hexcode. Boah, das ist voll das coole Thema. Ich stelle mir vor, vielleicht tue ich der Schule Unrecht, aber da musste man ja auch manchmal so Aufsätze schreiben. Aber so ein cooles Thema hatten wir zum Beispiel nie. Das ist, die Frage finde ich gerade voll interessant. Das ist auch nicht einfach zu beantworten. Nee. Ich finde, die Frage ist jetzt ja, ob sich, wie man sich verhalten würde, wie man sich selber sieht und wie man weiterleben würde. Mit diesen 4 Augenmerken, die man noch da berücksichtigen soll. Und gerade das Erste, verändert sich Ihre Idee von sich selbst? Sind sie noch die gleiche Person, würde ich sogar verneinen. Weil ich habe, das ist ja die Frage, das ist ja auch eine philosophische Frage oder so, ob es sowas wie Willensfreiheit gibt. Ja. Das ist ja eine philosophische Frage, ob das praktisch das Leben eigentlich determiniert ist, das heißt, das ist alles vorherbestimmt, was man macht und was man erlebt sozusagen, oder ob man wirklich eine Wahlfreiheit hat in jedem Augenblick. Ja. Wobei das zwei sehr, sehr weit voneinander wegliegende, sag ich mal, Ebenen sind. Weil ob alles vorherbestimmt ist oder dein Leben, da würdest du ja bedingen, dass quasi die Physik deiner sämtlichen Teilchen im Körper determiniert ist. Ja, je nachdem, wie sehr man das auslegt, das ist ja schon die Frage. Aber es gibt ja doch diese Frage sozusagen, inwiefern halt entweder das Ganze oder bestimmte Sachen determiniert sind. Ja, aber welche Sachen? Welche Entscheidungen man trifft zum Beispiel. Ob man wirklich eine Wahlfreiheit hat. Oder ob man die sich nur einbildet. Also man bildet sie sich auf jeden Fall mehr ein, als man denkt. Vielleicht, aber wie weit? Und das ist ja die Frage. Und ich würde halt, ich gehe halt davon aus, ich glaube daran, dass ich die Wahlfreiheit habe, dass ich alles so mache, weil ich das mehr oder weniger bewusst entscheide. Ja. Und ich würde das aber anders sehen. Eine Maschine für mich, so zumindest von meinem Verständnis her, wie elaboriert sie auch sein mag, ist deterministisch. Das heißt... Kennst du auch meinen PC schlecht. Aber es ist halt so, dass... Und jeden anderen PC. Dass halt, dass eine Maschine auf bestimmten Regeln basiert. Ja. Und deswegen würde ich halt wenn man jetzt herausfindet, dass man selber eine Maschine ist, verändert sich die Idee von sich selbst. Man hat vielleicht Illusionen gehabt bis zu diesem Zeitpunkt, dass man völlig eine Wahlfreiheit hat und eine Person, aber schau, da steht doch, die körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind identisch mit denen eines organischen Menschen. Das heißt, es muss schon eine extrem elaborierte Maschine sein, um die es da geht. Und dann kann es ja sein, dass der Unterschied zum Menschen, auch wenn der von mir aus künstlich erstellt wurde, oder du jetzt in dem Fall als Maschine, dass der so gering ist, dass es dann tatsächlich in diesen engen Rahmen reinkommt, wo du auch als Mensch gar nicht mehr weißt, ob die Entscheidung, die du triffst, witzigerweise nur ein rein physikalischer und dann größer gesehen biochemischer Prozess ist. Aber eigentlich witzigerweise widerspricht sich meine zwei Meinungen davon, weil du das so sagst, dass du wirklich sagst, körperliche und geistige Fähigkeiten sind identisch. Dann ist ja sozusagen mal ganz kurz gedacht, ich habe es noch nicht weiter durchdacht, aber der einzige Unterschied zwischen einer Maschine und Mensch, wenn es halt wirklich identisch ist, ist eigentlich der abstrakte Begriff einer Seele. Das wäre das Einzige, was das noch differenziert eigentlich. Ja.
So. Naja, oder hier halt, du bist in einem Labor entstanden. Ich stelle mir das gerade so vor wie die Replikanten in Blade Runner. Ja. Beziehungsweise du Androids. Das ist eh gerade so ein bisschen in die Richtung. Weil es ja, es klingt hier schwer nach sehr organischer Maschine. Also mit lauter Bauteilen, die... Das finde ich nicht mal wichtig, tatsächlich. ...organisch sind. Oder das die zumindest auf einer eben genau in dieser Unschärfe raus entstanden sind. Ja. Und das jetzt keine binäre Rechenmaschine zum Beispiel. Das egal, aber, wie komplex die ist. Daran denke ich gerade gar nicht so. Aber ich finde halt, also was ich nur meine ist, der Text sagt ja, man hat, dass es identisch ist. Und für mich besteht trotzdem ein Unterschied erstmal noch. Also jetzt, mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch. Und der Unterschied wäre eigentlich nur eine Seele. Zwischen diesen beiden Sachen. Zwischen einer Maschine, die eigentlich genau identisch mit einem Menschen ist, und einem Menschen. Für mich ist dann der Unterschied halt sozusagen die Seele. Aber andererseits glaube ich tatsächlich... Zumindest nicht eine Seele, die unabhängig von einem Körper existieren kann. Glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, wenn jemand stirbt, ist es halt vorbei. Dann ist man halt kaputt. Ja. Und dann bleibt auch nichts von einem übrig. So, ist auch nicht mit irgendwelchen Leben nach dem Tod, sondern es ist einfach vorbei. Halt dann. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was wir als Seele bezeichnen, diese sehr, sehr einzigartige, zusammenspielende chemische Geschichte in einem selber ist. Ja, genau, deswegen meine ich, für die mich weder was mit von weder irgendeine besondere Verbindung zum Kosmos hat, noch sonst irgendwas, sondern das ist das halt, was sich als ich anfühlt. Sehe ich genauso. Deswegen meine ich ja, eine Seele ist ja für mich nicht unabhängig vom Körper. In diesem extrem komplexen Zusammenspiel nur diese eine Variante davon gibt. Ja, genau. Deswegen, die kann sich auch verändern, dadurch, wenn das Zusammenspiel sich ändert. Ja, genau. Ja. Und das, aber trotzdem finde ich das, die Frage noch ganz interessant. Deswegen, aber das, ich glaube irgendwie eine Art von Seele, aber die hat nicht unabhängig vom Körper existiert. Und dass das der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Maschine ist. Auch wenn die Fähigkeiten sonst identisch sind. Und deswegen glaube ich trotzdem, ja, aber was Punkt ist denn, wenn, A, ja, dass sich die Idee von einem selbst verändert, weil auch wenn die, weil diese Seele nicht vorhanden ist in der Maschine. Sie kann vielleicht simuliert werden sogar. Wieso? Aber wenn du jetzt eine Maschine angehst, wenn du jetzt im Labor erschaffen bist mit quasi, es werden so wie deine Organe, nur halt von mir etwas anderes oder dein ganzer Zellaufbau, du wirst halt künstlich hergestellt. Und zwar insofern, dass du irgendwann die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis hast, ja, weil du hast es ja ewig nicht gemerkt, du hast auch ewig nicht gemerkt, dass du kein Mensch bist. Und das heißt, du hattest auch ewig ein Gefühl für dich selbst und ewig wahrscheinlich eine aber nur vorgegaukelt. Eine, ja, ist ja wurscht, aber das ist doch jetzt vielleicht nicht anders. Ja. Dann ist es vielleicht nur vorgegaukelt, aber ist halt auch die Frage, ob dieses Gefühl für dich selbst in dem Labor mit reingepflanzt wurde. Insofern wird sich von mir, also für mich aus meiner Sicht, wird sich die Idee von mir selbst vielleicht ein bisschen verändern. Ob ich immer noch die gleiche Person bin, ich würde sagen, ja. Ich würde mich dann wahrscheinlich auch als Person bezeichnen. Weil ich mich ja nicht, ich habe ja erstens nicht, weiß ich ja nicht, wie sich andere Menschen fühlen. Und zweitens ist der einzige Unterschied, dass ich in einem Labor zusammengebaut worden bin. Aber ich habe trotzdem ein Selbstverständnis von mir selber. Ich habe eine Identität und ich kann mich auch mit meiner Identität von allen anderen Maschinen, die womöglich auch im Labor oder Menschen, die womöglich auch im Labor entstanden sind, abgrenzen. Insofern tut sich da, finde ich, nicht so viel. Und mein Verständnis von der Welt verändert sich zum Beispiel nur insofern, vielleicht werde ich ein bisschen misstrauischer und ich würde auf jeden Fall gerne wissen wollen, ob ich da der Einzige bin und wie viele es davon gibt. Und ob das überhaupt irgendeine Rolle spielt. Das ist ja wirklich eine ähnliche Frage wie halt im Blade Runner oder in der Buchvorlage halt. Weil da auch ganz die Replikanten sich ja auch teilweise für Menschen halten und selber gar nicht wissen, dass sie halt... Ja. Und auch zu Recht fragen, wieso haben wir denn nur diese begrenzte Lebensspanne? Aber das ist natürlich die Frage, wäre natürlich, wie es doch hier ein Mensch sieht. Das ist ja auch das Interessante, wenn jetzt ein Mensch einem Androiden oder einem Roboter gegenübersteht, der sich halt selber auch für den Menschen hält und auch dann vielleicht auch in diesem Augenblick dann weiß, dass er eigentlich ein Roboter ist, aber halt durch das Ganze, wie es hier beschrieben ist, sich selber als Menschen sieht mit seiner ganzen Gefühlswelt und seinem, wie er sich selber sieht. Trotzdem wird es ein Mensch nicht anerkennen wahrscheinlich. Also im Moment zumindest nicht. Und das ist vielleicht, ob das nur eine Frage der Komplexität ist, was ich halt mit Seele meinte, wo wir irgendwie ein bisschen übereinstimmen, glaube ich, prinzipiell, dass wir meinen, es gibt keine Seele, die losgelöst vom Körper existiert, sondern die Seele ist dieses Zusammenspiel aus allen Faktoren, die den Körper ausmachen und die Person ausmachen und dadurch dieses einzigartige Ich bilden und diese Seele halt. Aber eigentlich, wenn du halt ein beliebig komplexes System baust, kannst du das ja auch alles simulieren oder alles nachbauen. Ja. Theoretisch. Also kann also in dem Sinne eigentlich, das widerstrebt mir noch ein bisschen, aber eigentlich, wenn man halt das so konsequent denkt, kann auch ein Roboter eine Seele haben damit. Ja, würde ich gar nicht widersprechen. Ja, aber es liegt mir halt so ein bisschen, das widerstrebt mir so ein bisschen tatsächlich noch. Das ist, weil man durch die Science Fiction immer davon ein bisschen beeinflusst ist, dass, sag ich mal, künstliche Intelligenzen, die ein Eigenleben entwickeln, sei es ihnen jetzt vorher reingegeben oder sie kommen selber drauf, weil die grundsätzlich immer durchdrehen. Nee, das ist gar nicht das Problem gerade. Ich kann es schwer benennen gerade.
Tja. Gucken wir nochmal die anderen Punkte kurz an. Wie hat sich ihr Verständnis der Welt verändert? Und die Folge ist gerade schon ein bisschen lang, aber wir gucken nochmal ganz kurz nach, damit wir diesen Teil abschließen. Wie hat sich das ist eine Frage, wie hat sich das Verständnis der Welt verändert? Und teilen Sie, C ist vielleicht noch interessanter. Aber wollen wir sonst in der nächsten Folge vielleicht weiter diskutieren? Weil C ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das würde ich nochmal, glaube ich, da brauchen wir noch ein paar Minuten, deswegen würde ich vielleicht das in die nächste Folge verschieben. B ist jetzt nicht so sensationell, aber ich glaube, das machen wir auch einfach dann. Na schön. Oder wie siehst du das? Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn wir die nächste Folge mit diesem Textblock wieder anfangen. Ja, aber wenn, ob die Leute dann überhaupt noch weiter zuschauen. Wenn die Leute keinen Bock auf solche Diskussionen oder auf solche Thematiken haben, dann sind sie doch im falschen Spiel. Von daher. Das ist richtig. muss kurz sagen, bevor wir jetzt tatsächlich in der nächsten Folge weitermachen. Ihr merkt schon, das ist jetzt, man könnte das jetzt sicher ganz schnell wegspielen und irgendwie schauen, dass man die Rätsel löst. Aber es sind tatsächlich sehr, sehr interessante Denkanstöße, die hier kommen. Und wir werden uns, glaube ich, Die Zeit nehmen und uns da jetzt auch nicht bremsen, wenn wir darüber sprechen wollen. Und uns interessiert vor allem natürlich auch, was ihr dazu sagt. Total. Und ich hoffe, ihr interessiert euch auch dafür, was die anderen von euch sagen. Und bitte, bitte diskutiert über all das mit uns in den Kommentaren. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend und da lässt sich sicher noch einiges bei rausholen. Für die Folge ist jetzt erstmal Schluss, hat eh schon wieder Überlänge. Und in der nächsten geht es dann darum, sagen wir euch, dass wir in Wirklichkeit Roboter sind oder nicht. Mal schauen. Ne? Bis dann. Ciao.